Hey, ich bin wieder da. Interessante Zeiten, in denen wir leben. Interessante Zeiten. Rückblickend ist es ironisch, mit welchem Versprechen ich diesen Kanal für 2 Jahre habe liegen lassen. Im nächsten Video sehen wir uns dann an, wie eine solche Entwicklung aussehen könnte, auf einer praktischen Ebene. Aber ich denke, wir alle haben uns weiterentwickelt. Oder eben auch nicht. Auch wenn die Akzelerationismus-Takes in den letzten Jahren nicht besser geworden sind. Also das ist schon, glaube ich, kann man sagen, Wahnsinn zu glauben, es könnte irgendeine Gesellschaft, und in dem Fall halt eine sozialistische Gesellschaft, existieren, in der nicht gearbeitet wird. Und daran ist übrigens auch nichts marxistisch an dieser Ansicht, ja? Also Marx war überzeugt, um mal zu zitieren, dass Arbeit, wie es heißt, ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens und daher unabhängig von jeder Form dieses Lebens sei. Das heißt also, jede Gesellschaft, in jeder Gesellschaft wird immer gearbeitet werden müssen. Hat der Begriff doch eine gewisse Eigendynamik entwickelt, die ich noch schnell aufgreifen möchte. Beim Akzelerationismus der 1990er handelt es sich um eine die letzte Gegenkultur, die auf der Höhe ihrer Zeit existierte. Sie war politisch facettenreicher, als es heutige Medien darstellen, aber trotzdem völlig ungerichtet, weil sie die ganze Welt so wahrnahm, als hätte sie sich ein und demselben produktiven Prozess unterworfen. Aus der Perspektive der Implosion alles Radikalen in der Maschine entstand das Begehren, die Maschine stattdessen bis zu ihrer Überhitzung zu beschleunigen, was auch immer man konkret unter dem Bild der Beschleunigung verstehen mag. Dann kam die Neonostalgie der späten 2010er. Die Doku von Hyperontic, Nick Land and Accelerationism, Four Possible Accelerationist Futures zeichnet das obskure Eigenleben dieser obskuren Philosophie besser nach als die meisten anderen. Mittlerweile denke ich aber, wir sind alle aus der Neonostalgie mehr oder weniger herausgewachsen. Denke ich zumindest. Ja, definitiv. Aber so absurd die Exzesse dieser Gegenkultur ohne Gegenkultur wirklich waren und immer noch sind, sie passen in unsere Gegenwart der kybernetischen Kontrolle, einer durch cybergotische Retromanie, Hightech-Überwachung, demografischer und ökonomischer Ungleichheit erzwungenen Stagnation, die gleichzeitig aber auf wildeste Weise halluziniert. Worry is not to be ignored, but to be accepted. When I appear to be sarcastic and so on, the point is not to take seriously. What is not to be taken seriously is the very form of sarcasm. It's the form of the joke which masks the fact that I'm serious. But people still have this idea that this guy did some big crimes and so on. No? Of course, it's not as simple as that. I mean, that I'm simply a Stalinist, that would be crazy, tasteless, and so on. But obviously, there is something in it that it's not simply a joke. When I say the only chance is that the left appropriates fascism and so on, it's not a cheap joke. Einer der Grundgedanken der akzelerationistischen Theorie ist, dass wir notwendigerweise Akzelerationisten sind. Arbeit, Arbeit. An diesem Grundproblem hat sich auch nach dem Kollaps des Cyberfuturismus der 1990er Jahre zur Jahrtausendwende nichts geändert. Unabhängig von der Bemühung mancher Hipster, eine Rückkehr in die analoge Überschaubarkeit zu erzwingen. Appelle an die Moral werden uns retten. Ganz sicher, ehrlich. Dark Academia ist die Polaroid-Kamera des Kleinbürgertums. Auch so ein Trend dann immer, also das ist ja so. Arbeit, Arbeit. War die CCIU ein Versuch, Rebellion ohne Rebellion zu denken? Wurde der Akzelerationismus in den 2010ern zu einem Wunsch, eine Gegenkultur zu denken, die nicht im endlosen Simulationskreislauf historistischer Schaukämpfe gefangen ist? Was bleibt ist, wie es Mark Fisher ja auch formuliert, das zentrale Denkproblem an der Linken des 21. Jahrhunderts, die sich ökonomisch assimiliert und gesellschaftlich angepasst hat und ihr notwendiges Problembewusstsein nur noch einem akademischen Nischenpublikum vermittelt und gleichzeitig ästhetisch ausschlachtet für die eigene Karriere. Hier liegt der zentrale Vorwurf. Man mag von dem Angebot, diesem Aufruf zur aktiven Passivität oder zur Beschleunigung oder zur aktiven Unterwerfung unter die Maschine halten, was man will. Das macht die eigentliche Beobachtung aber nicht unwahr. Doch die berechtigte Kritik ist untergegangen in den moralistischen Kreischwettbewerben des Kulturkampfs. Wie der Xenofeminismus es formuliert, if nature is unfair, change nature. Wenn die Natur unfair ist, verändere sie. Meine alten Videos gingen zwar in eine richtige Richtung und wir werden das, wie versprochen, noch vertiefen,
Aber es wird schon deutlich, dass mir eine Menge Kontextwissen und auch die Skills in Sachen Videobearbeitung und Präsentation fehlten. Darin habe ich unter anderem in meiner langen Abwesenheit gearbeitet. Arbeit, Arbeit. Es war also, so hoffe ich zumindest, keine verlorene Zeit. Auch wenn Verlust der einzige Sinn produktiver Tätigkeit ist. In dieser Hinsicht ist die Kybernetik Utopie und Dystopie zugleich. Sie verneint das Unsichtbare in der Kontrolle und erschafft es zugleich. Wie manche schon in den 1960er, 70er Jahren verstanden haben. Dazu bald mehr. Die Zeit ist ein flacher Kreislauf und alles Geborene braucht den Wahnsinn, der das Gegenteil der Stagnation ist. Fangen wir also noch einmal neu an, wo wir aufgehört haben. Ich zitiere die wunderbare Einleitung zu Fänck Nomina. Was hat das alles mit Philosophie zu tun? Von einem bestimmten Standpunkt aus, den Land selbst ermutigt, nichts oder so wenig wie möglich. Land verbündet sich mit einer Reihe von abtrünnigen Denkern, Schopenhauer, Nietzsche, Bataille, die den Akademismus verspottet und herabgesetzt und die Philosophie wie ein Werkzeug gehandhabt haben, um die Rätsel zu vertiefen, die Orthodoxie zu stören und die Existenz selbst zu transformieren. Das ist unser Ei, aus dem wir schlüpfen wollen. Die Position des absoluten Kritikers ist natürlich die bequemste Position, besonders dann, wenn sie mit einer moralistischen, akademischen Karriere einhergeht. Die Aufgabe des Kritikers der Kritik, einer kritischen Kritik, ist es, ihn daran zu erinnern. Was ist denn jetzt angeblich die große Änderung? Arbeit, Arbeit. They're the same picture. Das hat Marx mit seinem Spott über die Doppelmoral des Charles Dickens Bet- und Buße-Bürgertums auch innerhalb der linken Bewegung seiner Zeit getan. Und manche Linke könnten sich durchaus mal daran erinnern, statt an die roten Fahnen und die seltsame Sprache. Seit Anbeginn der Philosophie war die Antiphilosophie vor allem ein Versuch, materialistisch das zu verkörpern, was die integrierten und etablierten Denker nur predigten. Um ein letztes Mal Land zu zitieren, so stellt sich der transzendentale Miserabilismus als ein uneinnehmbarer Modus der Negation dar. Es ist offensichtlich, dass keine substanziellen Rückstände des marxistischen Historismus in der kommunistischen, in Anführungszeichen, Version dieser Haltung zurückbleiben. Die Ökonomie und Geschichte verständlicherweise verlassend ist das Einzige, was von Marx tatsächlich bleibt, ein psychologisches Bündel von Ressentiments und Unzufriedenheiten, die sich auf das Wort, in Anführungszeichen, Kapitalismus in seiner vagen und negativen Verwendung reduzieren lassen, als Name für alles, was wehtut, verspottet und enttäuscht. Der Feind des Denkens ist nicht der, der bewusst nicht denkt, sondern die Dressur des Denkens durch das Abbild. Alle Repräsentation besitzt den fatalen Fehler der Abstraktion, der sie im Lauf der Zeit versteinern lässt. Wie Gegenwartsbeobachter wie Thomas Piketty richtig herausgestellt haben, ist eine brahmanische Linke aus Bildungsaufsteigern an die Seite der Kirchen getreten, um als Klasse der Moral in ihrer Verneinung, im Bild einer Verneinung der Ordnung, der entscheidende letzte Stützpfeiler dieser Ordnung zu sein. Was dabei entsteht, ist ein Simulacrum der Kritik, aus dem jedoch der Funken für ein echtes Anderssein, ein anderes Sein hervorgehen kann. Ebenso kann natürlich jede beliebige Antiphilosophie genauso gut zu einem Bild versteinern. Wichtig ist es also weniger, den Inhalt zu bewahren, sondern die Praxis einer kreativen Zerstörung, die in jeder Epoche anders Gestalt annehmen wird, zu vermitteln. Allem voran muss dieses Denken ein Angriff sein, eine rücksichtslose Kritik von allem, was existiert. Aber es muss gleichzeitig einem affirmativen Zweck der Transformation dienen, welcher von den etablierten Predigten nur als Gedankenspiel angeboten wird. Der orthodoxe Marxismus wird immer nur ein verwirrtes Spiegelbild einer frühen Phase des Kapitalismus sein, so wie das Christentum eine entfremdete Form des Platonismus war. Jede Religion verteilt sich dabei über verschiedene Lager, die der Illusion dienen. Der Grad der Frömmigkeit hätte irgendeine Auswirkung auf reale Verhältnisse in der Welt. Das Bild suggeriert Bewegung, wo eigentlich Stillstand herrscht. Da sind die Theologen der Frankfurter Schule, die sich in die Erlösung der richtigen Deutung flüchten. Da sind die Mönche, die gegen die Dekadenz der Priester wettern und sich in den Proletenkult einer Beschäftigung ohne Praxis zurückziehen. Da sind die kleinbürgerlichen Fanatiker der Straße, die ihr Feindbild mit Steinen bewerfen, ohne darüber nachzudenken, was sie von ihm lernen könnten. Und zu guter Letzt die staatstragenden Politiker, die den Glauben im Dienst der zynischen Machtpolitik vollständig auf eine Ästhetik reduziert haben. Hallo Winnie the Pooh. Wer sich aber zu schnell zu einem Außen erklärt, findet sich schneller in der Herde wieder, als er oder sie denken kann. Das ist die blökende Schwierigkeit in der Sache. Poststrukturalistisches Wortgeklingel.
Es geht hier nicht darum, dass der klassische Humanismus oder das Museum der Geschichte, dem er als Götze huldigt, böse ist. Das Problem ist vielmehr, dass er die Vernunft nur als Bild, zum Beispiel die Hochkultur, die Wissenschaft, die Natur, nicht aber als Prozess begreift. Er verkennt die primordialen Bewegungen der Differenzierung. Es kann eben keine andere Form der Subjektivität geben als die des Werdens. Das Ergebnis ist keine Politisierung, sondern eine Ästhetisierung des Problembewusstseins, dessen animierende Kraft die Projektion auf einen Bildschirm ist und nicht mehr die Sache an sich. Auch wenn man sich unter den Guten wähnt, projiziert man immer, was man unbewusst vollzieht. Dietmar Darts Kritik am Akzelerationismus. Was diese Stimmen inhaltlich hervorbringen, scheint denen, die da reden, oft weniger wichtig als ein gewisser science-fictionaler Ton, der ihre Denkpraxis mit fiktiven Theorien wie dem Nexialism in den Erzählungen des Science-Fiction-Schriftstellers A.E. van Vogt oder der Psychohistory im Werk seines Kollegen Isaac Asimov verbindet. Also ich habe weder den einen Namen noch den anderen bei Land oder irgendeinem seiner Schüler sehen oder lesen können, aber wenn ihr mich verbessern könnt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Science-fictionaler Ton, schlecht. Intellektueller Marxismus als Markenidentität, gut. Poststrukturalistisches Wortgeklingel. Walter Benjamins berühmte Position, dass die Ästhetisierung der Politik durch den Faschismus mit einer Politisierung der Kunst beantwortet werden muss, ist aktuell. Dem widerspreche ich nicht. Auch nicht der Sache, dass manche akzeptationistische Texte mehr Ästhetik als Inhalt sind. Das ist aber durchaus so gewollt und zeigt vor allem, dass man die Begriffe Hyperstition und Theory Fiction nicht wirklich verstanden hat. Der Kontext, auf den sich Walter Benjamin bezieht, den Blick einerseits auf die faschistischen Propagandafilme der 1930er Jahre gerichtet, die eine Art musischen Hyperrealismus, der den avantgardistischen, abstrakten Kunsttheorien gegenüberstellte. Das eine ist die Ästhetisierung der Politik, ein Parteitag, die Olympischen Spiele, etc. etc. Das andere ist durch die Hinterfragung von Geschmäckern und die Kritik an den Richtlinien der Kunst eine Politisierung der Kunst. Aber was rede ich hier? Poststrukturalistisches Wortgeklingel. Man kann diese Gegenüberstellung durchaus auf eine Kulturkritik des Internets erweitern, aber da muss man eben auch verstehen, dass der Marxismus spätestens seit Stalin und der Frankfurter Schule ebenfalls eine spezifische Form der Ästhetisierung von Politik hervorgebracht hat. Ich meine, manche dieser Leute verteidigen mittlerweile offen faschistische Regime. Andere verschleiern nur ihren autoritären Ursprung in der Menschenliebe, wie man das gut macht als Antizyniker in den sozialen Medien, solange man nicht die Polizeigewalt zur Verfügung hat. Poststrukturalistisches Wortgeklingel. Auf der rechten wie auf der linken Seite des Internets gilt nach wie vor, es gibt nichts Beliebigeres als Kritik an der Beliebigkeit der Postmoderne. Und auch hier hilft es, auf die postmodernen Einflüsse des Akzelerationismus zurückgeworfen zu werden. Die Rückkehr des Absoluten, die wir derzeit erleben, ist ein zynischer Karneval. Ein Dance Macabre in HD, der den Kollaps der alten Welt hinauszögert und sie zugleich in all ihrer Hässlichkeit wahrnehmbar werden lässt. Die modernen Marxisten kritisieren zu Recht den Neopositivismus der Liberalen, sehen ihn als Abbild der Vernunft, nicht aber ihrer Anwendung, nicht in ihrem eigenen Werk am Werk. Wie die Sozialdemokratie des 20. Jahrhunderts den konservativen Wohlfahrtsgedanken ihrer christlichen Vorgängerorganisationen nicht überwunden hat, stellte die russische keinen Fortschritt gegenüber dem Fiasko der französischen Revolution dar. Sie haben nur mittlerweile ihren eigenen Möchtegern-Napoleon. Trotz all dem gibt es immer noch Leute, die an den erstarrten historischen Formen, weil sie historisch sind, festhalten und jede Revision als Glaubensverbrechen darstellen, hinter dem nur die hinterlistigsten und ekligsten Menschen stehen können. Aber eine postkapitalistische Gesellschaft muss sich eben aus den Ressourcen, Affekten und Widersprüchen ihrer Zeit hervorbringen können. Ansonsten ist sie genauso nützlich wie ein Gebet. Ich meine, ist Solidarität zu bekunden wirklich etwas anderes? Ich weiß es nicht. Natürlich sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Was uns aber immer bleibt, ist die Möglichkeit der Aneignung und Umdeutung. Aber was weiß ich schon, ne? Ist ja nicht so, dass der Faschismus nicht genau unter diesen Vorzeichen wiedergekehrt ist. Der Faschismus nimmt den Relativismus und trägt ihn auf einer untoten Prozession gegen das Leben zur Schau. Er ist das Über-Ich in Reinform, Sklavenmoral. Hier bietet sich ein weitergedachter Akzelerationismus an.
Das Lebendige kann es nur auf der linken Seite der Politik geben. Das Lebendige ist aber nicht notwendigerweise das, was diese Vergangenheit oder jene Zukunft, das Wissen oder die Technik hat. Prometheus ist eine mythische Figur, die den Göttern das Feuer gestohlen hat, um es den Menschen zu schenken. Wir können Prometheus als Symbol für die Wissenschaft sehen, der die Natur, verkörpert durch Zeus, ihre Geheimnisse entzieht. Wir können ihn aber auch als vernunftgeleitete Kritik an der heilig gesprochenen Vernunft verstehen. Der Titan versetzt dem absolutistischen Regime der Götter einen Schlag durch den Akt einer Schenkung, die er ganz und gar mit Schmerz und Willen besitzt. Affirmativ, selbst im Angesichts totaler Negation. Dieser Prometheus ist in seiner Undefinierbarkeit, die er sich in der totalen Welt göttlicher Kontrolle gegen diese verschafft hat, ein Anarchist. Ich möchte hier bei aller Liebe keinen naiven Individualismus predigen, sondern die Rebellion als ein Ergebnis einer spezifischen Dialektik zeigen. Dialektik des Bildes speist den Willen, sich über das Bild zu erheben, sich selbst zu ermächtigen in der Leere. Weil das Abbild der Götze wahrnehmbar wird, bleibt er durchdringbar. In ihm bilden sich die Räume, die mit zunehmender Versteinerung des Dogmas ungesehen bleiben und Alternativen aus der Tapete der Realität reißen. Natürlich wollen wir unsere Leber behalten. Wollen wir nicht dasselbe Schicksal erleiden wie Prometheus, müssen wir uns organisieren. Ein Netzwerk schafft die Grundlage für das, was Reza Negaristani Open Source Self nennt. Ein mit jedem Update permanent wachsendes Bewusstsein, das von der Umwelt lernt, statt in dir aufzugehen oder sie nur zu verneinen, sich durch Aneignung gegen sie auflehnt. Die Macht eines Netzwerks besteht genau darin, dass man das einmal Enthüllte und Angeeignete nicht wieder einfangen kann, solange es genutzt und kopiert wird. Aber es muss genutzt und kopiert werden. Das Nutzen und Kopieren ist die einfachste und eine sehr alte, oft unausgesprochene Form der Rebellion. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass kontrollierte Opposition nicht mehr ist als eine Art Karnevalsverein. Sie vermittelt kein Sehen, sondern ein Schauen, das sich als Sehen markiert. Poststrukturalistisches Wortgeklingel. Ebenso wenig ist die Rückkehr in die Fiktion des klassischen Humanismus, die nun all die Katastrophen der europäischen Moderne an anderer Stelle zu wiederholen droht, möglich oder wünschenswert. Eine bessere Welt ist möglich, aber wir müssen sie selbst erschaffen, aus uns heraus. Wie Paul Mason es formuliert, ermöglicht das Informationszeitalter potenziell jeden Menschen auf der Erde zu einem historischen Subjekt zu werden. Und um mit Deleuze zu schließen, es gibt keinen Grund für Hoffnung oder Verzweiflung, nur den Anlass, nach neuen Waffen zu suchen. Denn die Geschichte ist blind und nur in der Blindheit kann man das Sehen neu lernen. Auch wenn einem das Augenlicht genommen wurde. Oder vielleicht gerade dann.